bin der Gerhard Zopek und ich bin der Biohof Adamer Bauer. Adamer heißt Ackerboden, lebendige Erde, aber auch der Mensch. In der Erde ist so viel Lebendiges drinnen, dass eben das, was dann in dieser gesunden Erde wächst, gesunde Produkte sind und wir verarbeiten das dann noch zur Nahrung. Also das heißt, die Menschen sind dann auch gesund. Also eine wunderschöne Parabel. Soll ich bedeuten oder darstellen, dass das mehr ist als eben das Produkt unserer Familie. Wie gesagt, wir heißen Zopek. Inzwischen arbeiten da 140 Menschen und das soll ich eben auch zum Ausdruck bringen, dass das ein Produkt vieler Hände ist. Basisdaten. Wir bewirtschaften 90 Hektar, da im Machfeld. Das Machfeld ist die Kornkammer Österreichs. Wir haben den Betrieb 1997 von meinen Schwiegereltern übernommen und haben ihn eben auf biologische Wirtschaftsweise umgestellt. Wir haben dann 2001 begonnen, so etwas wie eine Direktvermarktung aufzubauen. Wir haben 10 Kilometer nach Wien, das heißt, wir haben ein Millionenpublikum vor der Haustür. Und so haben wir 2001 mit 70 Abokisten begonnen. Inzwischen machen wir jede Woche fast 6.000 Abokisten. In diesem landwirtschaftlichen Betrieb erzeugen wir ungefähr 60 verschiedene Kulturarten. Ein großer Schwerpunkt für uns ist Feldgemüsebau, das bei uns da im Machfeld sehr gut funktioniert. Und wir haben 2006 eine Halle da heraus. Was der Biobauer darf, da gibt es EU-Verordnungen, das wird auch sehr streng kontrolliert. Es gibt einen grundsätzlichen Unterschied zwischen biologischer Landwirtschaft und konventionell-industrieller Landwirtschaft. Die konventionell-industrielle Landwirtschaft düngt und ernährt die Pflanze. Die biologische Landwirtschaft ernährt den Boden. Das heißt, der Biobauer muss immer schauen, dass er den Boden so lebendig erhält, beziehungsweise so lebendig auch Nahrung gibt, damit die Pflanze das, was sie braucht, aus dem lebendigen Boden nimmt. Chemikalien verwenden dürfen kein Kunstdünger verwenden, kein genmanipuliertes Saatgut natürlich. Oder wie holt der Biobauer den Dünger her? Kompost ist einmal eine gute Geschichte. Wir versuchen halt immer wieder, dass wir die Flächen nicht brach lassen. Also das da ist jetzt so etwas wie eine Begrünung, also eine vielfältige Begrünung. Ihr seht, da sind jetzt sehr viel verschiedene Sachen. Und das versuchen wir eben gleich nach der Ernte wieder anzubauen. Begrünung, Gründüngung heißt das, aber das bleibt dann am Feld stehen, das lassen wir wachsen. Mir hat einmal einer gesagt, dass in einer Handvoll lebendiger Erde so viele Lebewesen drin sind, wie auf der ganzen Erde Menschen. Könnt mir eigentlich zurücklehnen und könnt sagen, jetzt habe ich schon bewiesen, ich habe es gezeigt, wir haben 6.000 Kunden jede Woche. Ich glaube, es sind mehrere Zugänge, warum ich sage, wir werden weiter wachsen. Das eine ist, dass ich grundsätzlich der Meinung bin, dass die Wirtschaft ja nicht schlecht ist. Es kommt halt nur immer darauf an, wie man diese Mechanismen der Wirtschaft verwendet und was man daraus macht. Und das zweite ist, dass wir inzwischen auch schon ganz wichtiger Arbeitgeber in der Region geworden sind. Und da finde ich eben auch dabei, dass es eine ganz sinnvolle, wichtige Herausforderung ist, zu sagen, gut, wenn es die Kunden wollen, dann werden wir auch weiter wachsen. Wenn man mich fragt, was ich eigentlich machen will, dann sage ich, ich möchte die Welt verhindern. Ich habe momentan ein bisschen eine harte Diskussion mit unserer Bank, weil mir die sagen wollen, was ich Gewinne machen soll. Und ich sage ihnen immer wieder, das mache ich nicht. Die lassen mir von keiner Bank vorschreiben, welche Gewinne ich mache. Ich weiß, dass ich in einem betriebswirtschaftlichen Kreislauf drinnen bin, dass ich auch natürlich betriebswirtschaftlich denken muss, dass ich meine Abschreibungen finanzieren muss und meine Zinsen. Aber dann ist mir halt wichtig, dass ich mir jeden Tag in den Spiegel schauen kann und weiß, dass ich was Gutes mache für mich, für meine Frau, für meine Kinder und vielleicht für meine Umwelt. Und wichtig ist, dass man das tut, wo man wirklich glaubt, dass das gut ist. Weil wir viel investieren, darum machen wir so wenig Gewinn. Wir haben inzwischen 88 Kilowatt Peak, die wir mit Photovoltaik erzeugen können. Und bei Tagen, wo die Sonneneinstrahlung dementsprechend gut ist, sind sie schon autark. Und wenn du sowas von einer Bank finanzieren lässt, dann kommen sie zuerst und sagen, wann rechnet sich denn das? Ja? Da habe ich auch gesagt, das ist eine vollkommen falsche Fragestellung. Weil wenn eh alles hin ist und wir auch schon, dann brauchen wir auch nicht mehr fragen, ob sie sich rechnen wird. Es sind Daten, die wir halt versuchen zu setzen. Wir haben ein Elektroauto schon, ich fahre mit einem Hybridauto. Und wir haben vielleicht in Wien irgendeinen Logistik-Hub machen können,
und von dort dann mit Radeln oder mit kleinen Elektroautos ausführen. Das ist unsere Welt, das ist eure Welt. Und ich glaube, eine Demokratie kann dann gut funktionieren, wenn es kritische Menschen gibt. Sind Bioprodukte teurer als, ich sage jetzt, normale Produkte? Sie müssen teurer sein, weil ganz einfach der Arbeitsaufwand dementsprechend höher ist. Grundsätzlich bin ich überhaupt der Meinung, dass Lebensmittel einen gewissen Preis haben müssen. Ein billiges Lebensmittel kann es nicht geben, weil alles, was billig ist, irgendwas leidet darunter. Ich sage da oft gern, vielleicht leidet eben irgendwo ein Mensch in der zweiten, dritten, vierten Welt, oder es leidet ein Tier, oder es leidet halt die Umwelt. Ich glaube, dass die Wertschätzung für Lebensmittel in Zukunft wieder wesentlich höher steigen muss. Sie kaufen ja auch Lebensmittel Sie nicht selbst herstellen. Ja. Worauf achten Sie? Dass wir wissen, wo das herkommt. Also das ist mir sehr, sehr wichtig. Also so dieser Slogan Bioprodukte mit Biografie, zu wissen, wer ist es, der es produziert, der es erzeugt. Also nicht eine anonyme Masse auf einem anonymen Markt zu kaufen, sondern wirklich direkt bei Produzenten, die man kennt. Stehen Sie zu Bioprodukten im Supermarkt? Die Aktionen in den Supermärkten, die ja heißen heute 20% auf alle Bioprodukte, das sind vollkommen falsche Signale. Der Mehrwert des Bioprodukts gehört unbedingt erklärt. Und ein Bioprodukt darf nicht über den Preis verkauft werden. Zweitens finde ich es schade, dass die Supermärkte Qualität mit Optik gleichsetzen. Das stimmt auch nicht. Also ein Apfel, der hochglanz poliert ist, heißt noch lange nicht, dass er qualitativ hochwertig ist. Und das Dritte, was ich auch schade finde, das ist eben, dass man versucht, alles mit Plastik zu verpacken. Ich glaube, wichtig wäre es, gut geschultes Personal zu haben, welches den Mehrwert der Bioprodukte auch vermittelt und erklären kann. Wir haben da in Grinzendorf einen Bioladen, den wir offen haben, der ganz, ganz wichtig ist, uns zu präsentieren. Und sehr viele Menschen kommen daher und wollen einmal wissen, wer steht denn da dahinter, wie schauen denn die Menschen aus, wie sind denn die, wie authentisch ist das Ganze. Wie schaut ein Alltag von Ihnen aus? Ich habe für mich entschieden, ich würde gerne die Lebenszeit sehen, weil das ist eine Zeit, die wir nicht mehr zurückkriegen. Die ist vorbei und das ist halt für mich sehr entscheidend, immer wieder sinnvoll die Zeit zu nutzen. Ich versuche eben wirklich den Moment auch zu leben. Ziemlich interessant gefunden und vielleicht kann ich auch ein paar Leute in meiner Umgebung dazu bewegen, nachhaltiger zu leben oder mehr Bioprodukte zu kaufen. Und natürlich schmeckt es auch anders. Ja. Weil es Frisch gekocht, 100% Bio, weil zum Beispiel, wenn man beim Spar oder so geht, kennt man ja die 1 € Tomaten. Mhm. Und die schmecken nicht so. Ja. Die schmecken ganz anders. Mhm. Und das Ergebnis sieht Kannst man du sehen lassen. Ja. Mir hat das heute auf jeden Fall gefallen. Es war, wie schon die Conny gesagt hat, sehr interessant. Und es ist mal was anderes für mich gewesen, die Landwirtschaft auch von einer anderen Seite kennenzulernen. Hat sie geschmeckt? Ich bin ein riesengroßer Visionär. Ich habe jeden Tag
fünf neue Ideen. Ich glaube, es wird ganz wichtig sein, uns in eine Richtung zu entwickeln, wirklich auch beispielgebend, so wie wir es im Augenblick bei der Energiegewinnung sind. Ich wollte irgendwas machen, wo ich wirklich noch was Bleibendes für diese Welt hinterlassen kann. Also ist mir ganz wichtig, die Welt so zu verlassen, wie ich es vielleicht übernommen habe und sie nicht zu zerstören und nicht zu ruinieren, sondern eher positive Ideen da zu lassen, und meine Fußspuren sollen sehr, sehr positive sein.